Moin, ich bin Ole Dietrichsen, wir sind heute bei den Kaltsurf Masters in St. Peter-Ording im Reden-Stand und ich zeige euch einmal, was wir Neues für dieses Jahr dabei haben. Neu für dieses Jahr ist einmal in unserem Line-Up das Big E, für Leichtwindtage oder auch für Schulungen ganz geeignet, ein relativ weiches Board, mit dem man lernen kann. Und dann haben wir das Super E-Board dabei, das ist so für Einsteiger, leichte Fahrer oder für einfach Leute, die ein entspannteres Tempo dabei haben wollen. Einfach ein ganz geeignetes Board, auch in größeren Größen verfügbar. Für die richtig sportlichen Fahrer, die so ein bisschen dem Kevin nacheifern wollen, haben wir das Kev Pro, das grüne da drüben einmal. Das gibt es in 1,33, 1,36 und 1,39. Das ist quasi unser reines Big Air Board. Also sehr schnell, nimmt sehr viel Geschwindigkeit auf. Das ist auch mal das Erste, was die Leute eigentlich auf dem Wasser sagen. Du steigst auf und das Board gibt sofort richtig viel Gas. Und neu für dieses Jahr ist das Space Agency. Das ist unser Vollcarbon-Board. Edel in Schwarz gehalten, relativ leicht natürlich durch die Carbon-Bauweise und vor allem sehr entspannt auf die Knie. Also nicht so ein altes Carbon-Board, wie man es früher vielleicht mal hatte, das sehr hart auf die Knie ist, sondern läuft gut durch den Job durch, nimmt gut Geschwindigkeit auf, überfordert den Fahrer halt auch einfach nicht und macht mir persönlich auch einfach richtig viel Spaß auf dem Wasser. Also wenn ihr mal auf dem Test-Event seid, auf jeden Fall mal ausprobieren. Und was mich auch sehr freut, was bei Reden einfach ein Fokus ist, sind auch Kinder und Frauen oder, also ich möchte nicht Randgruppen sagen, aber einfach Fahrer, die so in den letzten Jahren bei den großen Brands ein bisschen vergessen worden sind. Deswegen haben wir das Minicav in 1,28, also ganz geil für Kinder, leichte Fahrer, vielleicht auch für Frauen, weil man kennt das vielleicht, das kleine Kind, das gerade fahren gelernt hat und das steht dann auf einem 1,40er Board drauf, was irgendwie echt schade ist. Und deswegen gibt es einmal das Kev Pro jetzt in 1,28, also gerade für kleine Fahrer echt eine schöne Alternative, glaube ich. Weiter geht es in unserem Lineup mit den Directionals. Wir haben zwei Directionals im Lineup. Einmal die Super Wave, das ist unser Waveboard quasi mit dem richtigen Waveboard-Shape noch für große Wellen. Hat auch Inserts für Straps, also wenn man sagt, hey, ich fahre lieber Straps, kann man auf jeden Fall ranschrauben. Und wir haben immer das No-Brainer, das gibt es in 4.9 und 5.1. Also quasi vom Shape her Strapless Freestyle, keine Inserts. Und beide Bretter werden in Portugal gebaut, in der Apple Tree Fabrik, was ja auch schon mal für Qualität spricht, die Leute, die es wissen. Und nehmen auch kein Wasser auf. Also auch wenn ihr mal das Board vielleicht mal runterschmeißen solltet, irgendwie gegen die Steine kommt oder so. Stellen müssen natürlich repariert werden, aber der Schaumstoff nimmt kein Wasser auf. Also ganz geil, wenn mal was passieren sollte. Wir können auch mal nach draußen gehen einmal. Draußen seht ihr einmal unsere Bar, Dreamstick X. Läuft jetzt seit anderthalb Jahren durch, hat sich jetzt erstmal nichts mehr verändert. Ist einfach ein sehr gelungenes System, wie ich finde. Einfaches Quick-Release-Seatbelt-System. Einfach wieder zusammenstecken, fertig. Und auch ganz wichtig heutzutage, Auto-Swivel, also nie mehr verdrehte Line, nie mehr hier unten am Trapezhaken rumwurschteln, sondern immer gerade Line. Schönen dünnen Grip. Also auch für Mädels oder auch für Kinder ganz gut geeignet. Hatten wir auch schon ganz oft, dass Mädels kamen und sagen, hey, viel angenehmer. Und auch im Winter, die Arme krampfen nicht. Die Windsurfer kennen das. Im Winter gibt es einen dünnen Boom, damit die Arme entspannt bleiben. Und dafür der Dreamstick X. Die Breite ist verstellbar von 43 auf 49 cm. Und die Leinenlängen gehen von 22 auf 24 Meter hoch mit Extensions. Kennt man auch. Und unser Kite ist das Supermodel. Auch über die letzten Jahre konstant geblieben. Dieses Jahr ist der Supermodel HTF, steht für Hybrid Torsion Frame. Und das seht ihr hier vorne einmal, das sind diese weißen Bereiche. Das ist einfach nur ein anderes Dacron, also nicht das Standard Dacron, das schwarze, sondern ein leichteres mit 150 Gramm pro Quadratmeter. Und das ist an den Stellen eingebaut, wo der Kite drehen soll. Also da, wo der Kite gewollt in der Luft quasi knicken soll, möchte ich mal sagen, ist das leichtere Dacron eingebaut. Und man merkt tatsächlich für die Leute, die den V3 die letzten Jahre geflogen sind, die werden den Unterschied wirklich in der Luft merken. Der dreht anders, er dreht ein bisschen schneller und auch sonst einfach ein sehr leichter Kite, den man für alles benutzen kann. Also egal, ob ich bei 10 Knoten vollen gehe, bei 20 Knoten in die Welle gehe oder bei 30 halt Kite Loops mache, ich fliege immer denselben Kite und das finde ich echt sehr schön, weil ich mag das nicht, für jede Disziplin quasi einen eigenen Kite zu brauchen.